Deshalb ließ Meghan Markle den von Oprah sausen. Sie ließ sich nicht blicken. Meghan Markles, 41, Freundeskreis besteht aus vielen bekannten Gesichtern. Das war schon bei der royalen Hochzeit mit Prinz Harry, 38, im Jahr 2018 ersichtlich. Unter ihren Gästen hatten sich Bekanntheiten wie Abigail Spencer, 41, Priyanka Chopra, 40, und Amal Clooney, 44, befunden. Auch Oprah Winfrey, 69, durfte an dem großen Tag nicht fehlen. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft. Den Geburtstag der Talkshow-Legende schwänzte Meghan jetzt aber. Am Wochenende folgte eine hochkarätige Elite aus Promiladies der Einladung zum 25-jährigen Bestehen der Make-up-Linie Anastasia Beverly Hills. Dort wurde ein weiterer Anlass gefeiert, Oprahs 69. Geburtstag. Kim Kardashian, 42. Heidi Klum, 49, Jennifer Lopez, 53, sie alle waren da und feierten den TV-Host. Nur eine fehlte, obwohl ihr Erscheinen erwartet wurde, Meghan. Ein Adelsexperte nannte Fox News den Grund dafür, ich schätze die Situation so ein. Dass sowohl Oprah als auch die Sussexes wissen, dass dies ein sehr heikler Moment für Harry und Meghan ist. Da wir uns der Krönung von König Charles nähern. Anführungszeichen. Ein Auftritt auf einer so glitzernden, hochkarätigen Veranstaltung mit Hollywood-Größen zu Ehren von Oprah ist nicht das, was die Sussexes jetzt brauchen, erklärte er weiter. Damit würden sie Harrys Vater, aber auch der britischen Gesellschaft ein falsches Signal senden, schlussfolgerte der royale Experte. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.